Corona lähmt fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Lockdown, Maskenpflicht, Belastung des Gesundheitswesens, Wirtschaft, Impfstoffe, Inzidenzwerte, Aussagen von Politik und Spezialisten jeder Art und nicht zuletzt auch geschlossener Einzelhandel und Gastronomiebereich dominieren allenthalben die öffentliche Wahrnehmung. Kulturelle Angebote, insbesondere das Zusammentreffen von Menschen in Vereinen, stehen weniger im Fokus. Jedoch gerade im ländlichen Raum bilden Vereine das Rückgrat des gesellschaftlichen Lebens. Viele kämpfen aktuell um ihre Existenz. Vereinsarbeit findet praktisch nicht statt. Mit der Serie Szene zeigen lenken wir den Blick auf die Vielfalt des Vereins- und Kulturlebens im Landkreis Meißen und stellen großartige Projekte ehrenamtlicher, engagierter Arbeit vor. Wie wurde die Krise bisher gemeistert und mit welchen kreativen Ideen wurde ihr getrotzt? Welche Möglichkeiten zur gegenseitigen Hilfe ergeben sich? Wie geht es weiter? Zu diesen und weiteren Fragen kommen Vertreterinnen und Vertreter unterschiedlicher Vereine zu Wort. Aber auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister stellen sich den Fragen zur aktuellen Situation. Es gilt, mit allen Kräften Vereine zu erhalten und Kultur weiter zu ermöglichen. Beide sind der Kitt für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Szene zeigen gegen Corona. Ein Projekt der Morast Jugendarbeit mit Vereinen und Kulturschaffenden im Landkreis Meißen. Mein Name ist Jürgen Vater, ich bin Vorsitzender der Chorgemeinschaft Kosswig-Weinböhler. Das Amt habe ich seit fast 40 Jahren inne, eine sehr lange Zeit. Ich kann vorwegnehmen, das, was wir jetzt erleben, habe ich in den 40 Jahren Vorsitzender noch nicht erlebt. Aber zunächst möchte ich den Initiatoren herzlichen Dank sagen für diese Aktion, weil so wird es anderen Vereinen sicherlich auch gehen. Wir vordergründig nur mit den Printmedien spielen können und sind an sich dankbar dafür, wenn wir über diesen Kanal auch mal die anderen Medien bedienen können, auf die Situation des Vereines und vielleicht einen Blick in die Zukunft, das mal auf den Kanälen deutlich machen können. Wir hatten im Frühjahr den ersten Lockdown, wie wir alle wissen, hat uns genauso wie alle anderen kalt erwischt. Chorarbeit, Probenarbeit etc. musste vollständig ausfallen. Dazu kam schon bei uns das erste K.O. des Jahres, nenne ich es mal, dass das Pfingstsingen auf dem Gellertberg in Weinböhler, was seit 1952 ungebrochene Tradition hat, das erste Mal seit 1952 vollständig ausfallen musste und fiel der Corona-Situation zum Opfer. Das war schon für uns, aber sicherlich auch für die vielen traditionellen Gäste, ein herber Schlag und muss das mal verdaut werden, denn beim Chor ist es genauso wie bei jedem anderen Verein, die Möglichkeiten, wo man sich im Jahr mal öffentlich präsentiert, sind das Salz an der Suppe, sind der Anreiz für die Probenarbeit und gehören einfach dazu. Und wenn man keine Möglichkeit hat, öffentlich in Erscheinung zu treten, dann ist das für jeden besonders hart und besonders schwierig. Im Sommer, wissen wir, hatten wir eine schöne Lockerungsphase. Wir hatten als Chor damals das Pech, dass man dahinter gekommen war, dass die Aerosole besonders stark daran beteiligt sind, dass sich die Viren verbreiten. Das heißt, wir hatten in der Lockerungsphase auch sehr harte Auflagen, unter denen wir hätten proben dürfen. Zeigt sich, dass eine normale Probe unter den Bedingungen nicht möglich ist, denn wir hatten 2 Meter Abstand zwischen jedem Sänger einzuhalten. Wir durften nur 45 Minuten proben, dann musste der Raum durchlüftet werden. Wir durften nur maximal 20 Mann sein. Das ist halt beim Chor mit knapp 60 Sängerinnen und Sängern schon etwas schwierig. Es galt also, kreative Ideen zu entwickeln, überhaupt wieder gemeinsam zu singen.
Wir mussten feststellen, dass unser Probenraum hier in Weinböhler im Zentralgasthof unter den Bedingungen überhaupt nicht mehr nutzbar war, mussten uns dort nach Alternativen umsehen. Unsere Chorleiterin hat sich bemüht, den Chor in drei gleich starke Gruppen aufzuteilen, sodass wir dann Probenarbeit in Gruppen von jeweils 45 Minuten Dauer begonnen haben und haben uns so ein Stück weit über die Zeit gerettet. Ich muss an der Stelle sagen, bei uns als Chor ist das gemeinsame Singen und die Auftritte nur ein Teil des Vereinslebens. In den vielen Jahren der Existenz, über 125 Jahre, ist natürlich in so einem Chor auch ein soziales Gefüge, eine soziale Gemeinschaft entstanden. Für meine Begriffe oder meine Erfahrung sagt, dass das bestimmt 50% der Tätigkeit oder des Sinnes und Zweckes des Vereines ausmacht. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass wir den Zusammenhalt, soziale Gefüge über die Zeit bringen. Und deshalb sind wir froh, dass es uns dieses Jahr in der Lockerungsphase gelungen ist, zumindest mal eine gemeinsame Tagesfahrt zu machen mit allen Chormitgliedern gemeinsam ins Leipziger Seenland in dem Falle. Und wir haben auch mal, wir haben es genannt, einen Quatschabend gemacht, wo wir uns in einem entsprechend großen Raum alle getroffen haben. Haben nicht gesungen wegen der Abstandsregeln, sondern haben uns einfach zusammengefunden, haben keine Sitzung daraus gemacht, sondern haben einfach miteinander gequatscht und uns mal die Seele freigesprochen und so wieder das Gefühl entwickelt, dass wir also als Verein, als soziales Gefüge weiterhin da sind und auch funktionieren. Jetzt haben wir eine nächste Phase, wo wir wieder nicht mehr proben dürfen. Der Situation ist nun auch unser zweites wichtigstes Konzert des Jahres, nämlich das traditionelle Weihnachtskonzert im Zentralgasthof, zum Opfer gefallen. Und die gesamten Weihnachtsauftritte, wie dieser oder jener sicherlich vielleicht auch feststellen konnte, denn es gibt in der Weihnachtszeit für die Chöre viele Kleinauftritte zu unterschiedlichen Anlässen. All das ist ins Wasser gefallen. Und alle fragen sich ja, wann wird es denn wie weitergehen? Im privaten Bereich, wie auch natürlich in dem Bereich der Vereine. Ich atme durch und sage, naja, was uns wann wie erwartet, wissen wir alle nicht. Wir haben keine Glaskugel, wo wir reingucken können und die würde uns auch nie die Wahrheit sagen. Aber wir sind schon im Vorstand des Vereines dabei, darüber nachzudenken, wann wird es denn überhaupt mal wieder so werden können, wie es mal war? Oder müssen wir alternativ auch die Zeit nutzen, über Möglichkeiten nachzudenken, wie eben über einen längeren Zeitraum, vielleicht auch immer, eine Proben, ein Auftritt, eine Konzerttätigkeit funktionieren kann, ohne dass den Verein grundsätzlich in seiner Existenz zu gefährden und diese Riesentradition von über 125 Jahren zu unterbrechen oder abbrechen zu lassen. Ja, und was ist zu tun halt? Die Stimmen singfähig und konzertfähig zu halten, bis hin zu Modellen zu entwickeln, möglicherweise mit technischen Möglichkeiten, wie es gelingen könnte, aus Gruppenarbeit beim Proben irgendwann auf elektronischen Wege vielleicht wieder ein Gesamtchorklang zusammen zu basteln, sage ich mal, als technischer Laie. All das sind Überlegungen, wo ich sage, wir behalten den Kopf oben, wir kommen mit der Situation zurecht, wir tun alles, dass die Gemeinschaft beisammen bleibt, aber wir sollen auch nicht die Augen davor verschließen, dass wir möglicherweise für die Zukunft oder zumindest für einen längeren Zeitraum noch Sonderformen für eine Chortätigkeit brauchen, die uns eben über die Runden hilft. Wir haben auch vor 2 Jahren hier in Weinböhler
der Tradition folgend wieder eine Sängerlinde gepflanzt und haben eben auch im Sommer die Zeit dazu genutzt und so wie das früher mal gewesen ist, gelegentlich in kleinen Gruppen an der Sängerlinde zu treffen und dort halt auch ein paar Liedchen zu trällern im Freien und halt einfach zusammen zu sein und sich untereinander auszutauschen. All das sind Dinge, die ich nicht missen möchte im Sinne des Chores, genauso wie wir mittlerweile im Chor, sag ich mal, einzelne Interessengruppen entstanden sind, die mal zusammen in 10, 20, 15, wie auch immer, Anzahl von Personen wandern gehen, Fahrrad fahren gehen und andere gemeinsame Dinge machen. All das hilft uns im weitesten Sinne auch ohne Singen und ohne Konzert die Gemeinschaft beieinander zu halten und über die schwierige Zeit auch hinwegzukommen. Also wir können uns darüber freuen, dass wir jetzt auch besonders in der Corona-Zeit einen relativ aktiven Chorverband haben in Sachsen. Der Chorverband hat uns über die gesamte Zeit bisher und wird das sicherlich auch weiter gut tun, über die ganz spezifischen Vorschriften für Chöre und Künstler, die mit Gesang zu tun haben, informiert. Das war es mal ganz wichtig, diese spezifischen Vorschriften genau kennenzulernen. Und dann habe ich zum Beispiel auch mal im Sinne kreativer Ideen an Webinaren teilgenommen mit Virologen, wo halt nochmal begründet wurde, warum eben halt das Thema Virenübertragung durch Aerosole nochmal wissenschaftlich erklärt wurde und auch vorgeführt wurde. Und am Ende haben wir auch natürlich Kontakt zu den regionalen Chören, tauschen uns aus, wer was wie macht. Da gibt es natürlich Fälle, die vielleicht sagen, nee, wir gehen überhaupt nicht aus der Stube, bei uns findet überhaupt nichts statt. Die anderen haben halt zwei, drei Monate im Freien geprobt, wo ich gesagt habe, du, das fangen wir mal gar nicht erst an. Da kommt dann auch mal ein Herbst und ein Winter, da können wir auch nicht mehr im Freien proben. Was machen wir dann? Und dann hat es natürlich viele Versuche und auch Austausche untereinander gegeben zu dem Thema digitale Chorproben. Aber da ist nach meinem Kenntnisstand weder regional noch deutschlandweit bisher ein praktikables, bezahlbares und fachlich zu handelndes Mittel gefunden wurde, wie man halt digital Chorproben machen könnte. Zumal ja auch bei weitem nicht alle Sängerinnen und Sänger technisch so ausgestattet sind, dass sie zu Hause am Gerät, am PC oder wie auch immer, da vielleicht ihre Stimme proben könnten. Szene zeigen gegen Corona. Auf ein Wort mit Vereinen und Kulturschaffenden.